Hallo, grüße dich. Mein Name ist Thomas Klein. Ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Es geht um das Thema Selbstständigkeit und Geld verdienen. Und ich finde dieses Video sehr, sehr wichtig, denn ich denke, dass da draußen einfach auch viel bei, ja, vielleicht auch jüngeren Leuten, aber auch älteren Leuten, die schon angestellt waren, größtenteils ihres Lebens und vielleicht etwas mehr Freiheit möchten oder sich jetzt auch im Zuge der Krise, Digitalisierung und einfach insgesamt unzufrieden sind. Es gibt eine ganze, ganze Menge von auch Führungskräften, die ich persönlich kenne, die quasi nur noch von einem Job zum anderen stolpern und eigentlich gar nicht mehr also so richtig Orientierung haben, langfristige. Oder auch gar nicht mehr diese Sicherheit verspüren, die man ursprünglich in Angestelltenverhältnissen eigentlich hatte und sich auch wünschen würde und letztendlich sich die Frage stellen, warum mache ich mich nicht gleich selbstständig? Sicherheit, Faktor Sicherheit ist quasi so oder so nicht so arg rosig und keiner kann mehr weiter als wie 3 bis 5 Jahre in die Zukunft blicken. Teilweise nicht mal Unternehmen mit mehreren 100 Millionen Euro Umsatz können das. Wirklich, also es gibt fast keine langfristigen Projekte mehr, also alles nur noch iterativ, agil und so weiter. Und heute mal dieses kurze Video, wenn du zum Beispiel jetzt halt dich angesprochen fühlst und sagst, ich bin irgendwie angestellt seit einer Zeit, weil ich bin noch jünger und habe eigentlich noch gar nie irgendwie mal irgendwie gearbeitet und möchte, sagen wir mal, schauen, dass ich auch irgendwo meine Ziele erreiche in meinem Leben, Familie, Kind, Haus und das irgendwie alles noch hinkriege, trotz aller inflationären Preise und wenn du zum Beispiel in irgendwelchen Metropolen wohnst, dann brauchst du ja quasi schon mal Minimum 100.000 Euro Eigenkapital, damit du dir überhaupt noch irgendwie eine Wohnung leisten kannst, wenn du Glück hast. Und das alles einfach schneller zu erreichen, deine ganzen Ziele. Kann Selbstständigkeit durchaus, ist Selbstständigkeit oder kann Selbstständigkeit, je nachdem, wie erfolgreich du bist, durchaus ein Weg sein. Also ich habe in, sagen wir mal, in den letzten 3, 4 Jahren Selbstständigkeit mir mehr Geld sparen können als in meinem ganzen Leben davor. Ja. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich erfahrener bin, weiß, was ich besser mache, was ich nicht so gut mache und so weiter. Aber es hängt aber auch mit der Umständen der Märkte, unserer, ja, einfach der digitalen Welt, was alles passiert und so weiter. Die Welt heute ist nicht mehr die gleiche wie vor 5 oder 10, 15, 20, 25, 30 Jahren. Definitiv nicht, ist ganz klar. Und ja, also ich bin Consultant, ich habe mich auf die IT-Branche spezialisiert, schon seit einer ganzen Weile. Habe davor Marketing 10 Jahre lang gemacht, für alle möglichen Branchen. Da war es auch noch ein bisschen einfacher, so 2004, 5, 6, 7, 8 bis 10, 2010 sowas. Da war ich dann in der letzten Online-Marketing-Agentur als Freelancer unterwegs und dann habe ich mich, ja, also ich habe eine lange Geschichte, die will ich jetzt hier nicht ausführen. Viele Ups und Downs, aber jetzt bin ich doch sehr, 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 sagen wir mal, ja, solide. Deswegen nehme ich mir jetzt die Freiheit, hier einfach mal so einen kleinen Tipp-Video-Ratgeber rauszugeben, wenn du noch ein bisschen mehr am Anfang stehst. Ja? Also, es gibt nämlich eine ganze Menge Vorteile und Prämisse, die Leute so mit sich rumschleppen, weil man einfach es nicht besser weiß, bedingt durchs Umfeld. Es war bei mir überhaupt nicht anders, denn niemand in meinem Umfeld. Also jetzt die Kinder meiner Schwestern schon, oder meine Schwester hat einen Unternehmer hineingeheiratet oder so, ne? Aber das kam ja alles erst viel später. Ursprünglich so die ersten 20 bis 30 Jahre meines Lebens, in meinem kompletten Umfeld, egal was es war, ja, niemand hatte Abitur, niemand hatte Studium, niemand war jemals selbstständig, ja. Es gab fleißigere Freunde, die ich hatte, weniger fleißige. In meiner Familie gab es fleißige, weniger fleißige, intelligente, weniger intelligente. Aber keiner wirklich hat entweder den akademischen Weg eingelegt, noch den akademischen, Schrägstrich weniger akademischen, selbstständigen, unternehmerischen Weg. Also
keiner dieser Wege, sondern es war immer nur ja, Standard 0815, ja. Maximum dann irgendwann mal, wenn du Glück hast, in 20 Jahren bist du dann irgendwie Teamleiter oder was und hast halt ja, dein Standardgehalt und 2000 € netto, das ist super und alles. Und so aus diesem ganzen Umfeld, deswegen habe ich da auch sehr lange gebraucht, bis ich sozusagen mich selber so durchgeackert habe. Und hier in diesem Video werde ich mal in 10 Minuten versuchen, dir ein paar Sachen mitzugeben, die essentiell sind, aber die halt viele nicht auf dem Schirm haben. Wenn du dir jetzt schon mal die Frage gestellt hast, ich will mich selbstständig machen, grundsätzlich die erste Frage, die du wahrscheinlich stellen würdest, wenn du dich schon ein bisschen informiert hast, ist: Gehe ich da jetzt halt ins B2B oder ins B2C? Also B2C, als ich so Teenager war, wollte ich immer einen Gyros-Stand aufmachen. Ja, das ist B2C, weil ich mache so einen Gyros-Laden. Damals gab es noch kein Internet wirklich und so, ne? Also es ist schon sehr lange her. Also ich verkaufe einen Gyros-Laden an eine Person, die bei meinem Laden vorbeikommt. Und diese Person ist eine Privatperson und ich verkaufe das, ja. Und sozusagen, die zahlt auch brav die Mehrwertsteuer und kann sie auch nicht absetzen, weil sie ist Endkonsument. So. Und viele machen eben den Fehler oder denken so wie ich auch damals, dass es einfach viel einfacher ist, an so einen Endkonsumenten was zu verkaufen. Sei jetzt mal der typische Handyvertrag, der typische Versicherungsvertreter oder Staubsaugenhändler oder irgendwie. Egal was es ist, ja, irgendwelche Händler halt. Heute wäre das nicht mehr irgendwo einen Laden aufmachen. Heute wäre das Shopify, Amazon, Dropshipping und wie das alles heißt. Küchengeräte, ja, verkaufen für Endpersonen, für Endkonsumenten, für Hausfrauen, Hobbygeräte, irgendwelche Nischen. Es gibt da tausende Möglichkeiten. Und einige, die haben das auch super erfolgreich und we einige weniger und so weiter. Eben, aber der Hauptfaktor ist Endkonsumenten. Und viele haben eben den falschen Gedanken, dass sie sagen, Endkonsumenten verkaufen ist doch viel einfacher wie jetzt B2B, Business to Business. Ich soll einer Firma was verkaufen. Boah, das ist ja viel, viel schwieriger, viel, viel härter. Ja? Und eine Firma fängt natürlich schon an, wenn ich sage, Handwerker, Zahnärzte, Steuerberater und Anwälte und so weiter. Ne? Also es sind ja auch schon Firmen, also auch schon B2B. KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, das geht halt dann natürlich weiter rauf bis Industrieunternehmen mit mehreren hundert Angestellten und Millionen Euro Umsatz oder du verkaufst Agenturen irgendwas, ja, das ist dann so zwischendrin. Agenturen können 10, 20 Leute sein, können aber auch 100 oder 1000 Leute sein. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, aber diese absolut falsche Annahme, es wäre viel, viel schwieriger, B2B zu starten als Selbstständiger, als wie B2C, ist es meiner Meinung und Erfahrung nach genau das Gegenteil. Ja? Und hier mal ein paar Sachen, die das Ganze noch ein bisschen besser erläutern und beweisen. Ich bin der beste Beweis dafür. Ich habe auch damals schon viel B2C auch probiert und ja, meine Erfahrungen sammeln dürfen, sagen wir es mal so. Und seitdem ich ins B2B bin, das war so 2012, 2013, geht es bei mir eigentlich stetig bergauf und ich habe eigentlich nie so eine absolute Pleite oder irgendwas oder bin gegen die Wand gefahren, wie mit den anderen Sachen, die ich davor alle probiert habe, so wie ja, meine eigenen Online-Plattformen aufbauen und E-Shop-Ideen, was ich alles hatte in den Jahrzehnten davor, daneben, dass ich schon selbstständig war auch und so und Consultant und alles. Ich habe dann immer wieder so kleine Projekte nebenbei versucht. Einmal wollte ich ein Reiseportal irgendwie für eine bestimmte Nische aufbauen lassen und so weiter. Ja, also ich habe alles Mögliche versucht und probiert. Und es ist auch schon sehr lange her teilweise. Also teilweise jetzt schon 15 Jahre her oder 10 bis 15 Jahre. Also da gab es noch nicht mal Facebook als Werbeplattform. Ja. Und jetzt ist eben so, dass, also zurück zum Thema, das sind diese drei Punkte, die ich mir. Zum Beispiel das erste ist das initiale Investment.
Du magst, viele haben eben den völlig falschen, die völlig falsche Idee, dass sie sagen, na, wenn ich jetzt B2B was mache, ist mein initiales Investment viel größer, weil sie eben dieses altmodische Gedankengut vielleicht noch haben oder deine Eltern an dir weitergegeben haben. Ja, B2B, da muss ich Maschinen kaufen, das kaufen oder irgend sonst was. Ja. Ich würde sowieso immer versuchen, mit Dienstleistungen zu beginnen. Und wenn du, sagen wir mal, noch nicht dieses Know-how hast, eine Dienstleistung anbieten zu können, Mehrwert anbieten zu können, irgendeiner Art und Weise, dann musst du es dir halt erstmal erarbeiten, das ist ja ganz klar. Ne? Also von nichts kommt nichts. Aber grundsätzlich ist im B2B, insbesondere im Dienstleistungsbereich, und wir, ganz ehrlich, wir alle entwickeln uns hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Also Industrie und so weiter, das wandert zunehmend ab, wird zunehmend wegrationalisiert und es ist sowieso besser, Dienstleistungen zu machen. Und dann natürlich dir auch wieder was zu suchen, was nicht so einfach wegzudigitalisieren ist. Ne? Also wenn du dir jetzt sozusagen eine Dienstleistung aussuchst, die dann nicht so spezifisch ist, die sozusagen dann auch Computer alle machen können in 5 Jahren, wäre es auch wieder schlecht. Also initiales Investment ist bei B2B viel geringer als Startup-Kosten. Ja? Ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel Zugriff auf Daten. Das A und O sind Daten. Also wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel an Endkonsumenten, ich mache jetzt irgendwas bei Amazon oder so, und einen eigenen Shop brauchst du heutzutage gar nicht mehr aufbauen, ja? Sondern du nimmst halt irgendeine Werbeplattform her und irgendeine Handelsplattform. Ja, zum Beispiel Amazon. Ja, da gibt es vielleicht noch ein paar andere, aber das ist halt die dominierende. Und willst halt irgendwie Küchengeräte an Endpersonen verkaufen. Dann musst du ja erst einmal eine Möglichkeit finden, diese Endpersonen zu identifizieren. Ja, also sag mal, es gibt irgendwie 10 Millionen Hausfrauen und du willst Kochlöffel verkaufen. Ja. Und du musst jetzt herausfinden, welche von diesen 10 Millionen Hausfrauen haben jetzt in dem Moment gerade Interesse, einen neuen Kochlöffel zu kaufen. Und das geht nicht einfach, indem du mal kurz im Internet rumgoogelst oder so, sondern du musst Geld in die Hand nehmen, viel Geld eventuell, um herauszufinden, wer hat gerade, ja, sprich Facebook-Werbung, Google-Werbung, Amazon-Werbung. Ja? Im B2B hingegen kann ich sagen, okay, ich spezialisiere mich auf irgendwie, ich sage jetzt einfach irgendwas, ich spezialisiere mich auf Steuerberater, den möchte ich irgendwas verkaufen, eine Dienstleistung, sonstiges. Oder Handwerker, meinetwegen ganz spezifisch Dachdecker. Ja? Ich greife jetzt einfach mal aus der Luft, egal was es ist. Dann kann ich im Internet ganz einfach mir entweder die Listen so finden auf irgendwelchen Portalen. Inhaltsverzeichnisse, wir leben da in einer relativ transparenten Welt. In Deutschland sowieso jede GmbH, dann letztendlich hat sowieso eine Registrierungspflicht, das heißt, die müssen sogar ihre Bilanzen veröffentlichen und so weiter. Also, das ist sowieso alles so transparent bei uns in Deutschland, Impressumspflicht und so weiter. Du musst also nicht mal irgendwie was, irgendwelchen Crawler machen, also irgendwas dir ja, so semi-legal aus dem Internet rausziehen, sondern du kannst ganz normal diese Listen einsehen oder dir halt ein bisschen was kaufen. Das sind manchmal nur 10, 20 € oder 100 € oder sowas und dann hast du die komplette Liste von allen Handwerkern, Dachdeckern, Zahnärzten oder egal was es ist. Also sobald es um eine Firma geht, kurz gesagt, wenn deine Zielgruppe eine Firma ist, hast du Zugriff auf die Daten. Das ist einfach überhaupt gar kein Vergleich. Na, sowas von super easy, besonders wenn deine Zielgruppe im deutschsprachigen Raum ist, primär in Deutschland, dann hast du da eben einen riesigen Vorteil. Und du musst ja nicht Zehntausende von Euro ausgeben, zumindest mal Tausende, vielleicht sogar Zehntausende von Euro in Werbemaßnahmen, um überhaupt mal rauszufinden, wer ist denn gerade jetzt hat, heiß auf mein Produkt im B2C, im B2B. Kannst du dir einfach irgendwie Listen holen, ja, kostenlos vielleicht sogar oder mit sagen wir mal, nur einem Zehntel oder einem Zwanzigstel der Investitionssumme und kannst sogar noch davon ausgehen, dass die alle mehr oder weniger Bedarf haben an dem, was du anbietest, weil du halt sozusagen nicht jede Hausfrau braucht gerade einen Kochlöffel, aber
Es gibt natürlich Produkte und Dienstleistungen, die jeder Steuerberater, jeder Zahnarzt, jeder Handwerker, jeder Dachdecker haben muss. Ja, zum Beispiel eine Webseite, die funktioniert, wo man Kunden findet und so weiter. Und deswegen ist das ist eigentlich der Hauptgrund, warum B2B so viel einfacher und besser ist zum Starten. Und dann geht es halt weiter, dass du sagst, okay, was brauche ich dann? Als nächstes ist so ein, alles, was ich dann noch brauche, ist ein E-Mail-Marketing-Tool. Ich brauche jetzt erstmal überhaupt gar keine Facebook-Werbung und gar keine Google-Werbung eigentlich, ja, sondern ein E-Mail-Marketing-Tool. Und das ist im Vergleich zu Google und Facebook-Werbung und Amazon-Werbung, die ich schalten müsste bei B2C, ja, so eine, ich glaube, das teuerste, was es an E-Mail-Marketing-Tool gibt, ist 150 Euro im Monat. Das ist also vergleichsweise gar nichts, ja. Und dann kannst du dort all deine Daten raufladen und dann auch noch vollautomatisiert oder halbautomatisiert zumindest über weitere Tools wie Calendly oder sowas bespielen, beackern, machen, testen und so weiter. Kurzum, das initiale Investment bei B2B ist um ein Vielfaches geringer und du hast dadurch so viel weniger Stress, so viel weniger schlaflose Nächte, so viel weniger Hürden finanzielle, um mal in die Gänge zu kommen. Denn du brauchst als Selbstständiger, wenn du anfängst, unbedingt, also Minimum brauchst du auf jeden Fall, sagen wir mal, 5.000 Euro, um überhaupt deine Kosten decken zu können, je nachdem, was dein Lifestyle ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dein Lifestyle ist komplett, du hast dich entschlossen, selbstständig zu werden. Das heißt, du gibst jetzt einmal nur das Minimum aus. Aber allein die Krankenversicherung, Miete und so, ne? Also dieser Standard-Lifestyle, brauchst du halt deine 4.000, 5.000 Euro, damit du, sagen wir mal, ein Dach über dem Kopf hast und nicht verhungern musst. Ja? Und wenn du jetzt halt noch, sagen wir mal, im B2C Werbekosten hast oder sowas, ja, von 4.000, 5.000 Euro im Monat, dann ist es schon mal das Doppelte. Nur damit du überhaupt mal beginnen kannst zu arbeiten, ja, und Erfahrungen zu sammeln und zu testen und so weiter. Und von daher ist meine Empfehlung definitiv, geh ins B2B. Wenn du dann noch irgendwie zusätzliche Fragen hast oder so, dann kontaktiere mich gern oder schreib mir eine SMS oder eine Kommentar oder irgendwas, ja. Schreib hier unten dann noch einen Link rein. Und also das ist sowieso, das ist auf jeden Fall mein Ding. Ich gebe dir auch unten einen Link zu dem Tool oder ein oder zwei Tools, was ich so hauptsächlich nutze. Ja, das sind natürlich Affiliate-Links, ist klar. Aber du hast ja deswegen jetzt nicht mehr oder weniger Kosten oder sowas. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Gern, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, wenn du so am Anfang stehst. Na, das Video war, wie gesagt, ich wiederhole nochmal für jemanden, der sich jetzt gerade erst überlegt, sich selbstständig zu machen oder es schon vielleicht mal versucht hat, kurz. Alter ist eigentlich egal, Geschlecht auch, aber wenn du jetzt noch nicht so erfahren bist, ja, so wie ich, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren, ne? Dann hoffe ich, da konnte ich dir ein bisschen ein paar Ideen und so weitergeben. Es ist auf jeden Fall einfacher, B2B was zu machen, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Hau rein, ja, und wir sehen uns. Bye-bye.